Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück in unserem asiatischen Zoo. Ich habe in der letzten Folge ja schon eine Frage hier gestellt mit dem Boden und sowas, kann ich aber alles leider noch nicht austauschen, weil ich hier gerade alles am Stück aufnehme, weil es mir einfach so viel Spaß macht und ich gerne weiterspielen möchte. Ich werde das aber alles noch machen. Also falls ihr einen Kommentar geschrieben habt, werde ich den auf jeden Fall berücksichtigen. Wir brauchen ja auch noch einen Namen für unseren Zoo hier soweit, aber in der heutigen Folge werden wir auf jeden Fall erstmal weiterbauen. Und hoffentlich die nächste Tierart in unserem Zoo begrüßen dürfen. Wobei das ziemlich knapp wird, weil ich eigentlich jetzt erstmal mich zum Beispiel diesen Läden hier widmen möchte. Damit fangen wir jetzt auch am besten an. Falls ihr euch fragt, ich weiß nicht, ob ich es in der letzten Folge schon gesagt habe, wie man dieses HUD ausblendet, das ist einfach die G-Taste. Dann könnt ihr für Screenshots und so, könnt ihr das dann sehr, sehr gut benutzen. Dann habt ihr nicht diese nervigen Menüs, falls ihr euch das fragt. Und ich würde sagen, wir pausieren mal ganz kurz, damit hier nichts schief geht oder so. Und dann fangen wir mal an hier. Das Ding würde ich gerne in diese Gruppe da rein bearbeiten, wenn ich ehrlich bin. War denn das nochmal welche Taste? Kriegen wir das da irgendwie mit rein mit irgendeiner Taste? Das müsste eigentlich auch gehen. Oder sind die schon in einer Gruppe? Die sind nicht in einer Gruppe, ne? Bewegt mal eben den hier weg. Wir finden das schon gleich noch raus, wie das geht. Weil den Weg möchte ich nochmal kurz wegmachen. Und das Ding möchte ich auch nochmal eben wegbewegen. Weil ich möchte die dann, wenn dann, vernünftig platzieren, muss ich sagen. Die auch noch mal aus dieser Gruppe rausmachen. Jetzt können wir die nämlich richtig an diesen Wegrand oder an den Weg anmachen, sodass es gerade ist, sodass wir die direkt am Weg haben. Weil ich das sehr, sehr wichtig finde. So, und jetzt wäre es eigentlich gut, wenn wir das Ding in die andere Gruppe reinkriegen würden. Das wäre mega nice. Also aus dieser Gruppe raus. Aber wie kriege ich den denn jetzt hier rein? Okay, Leute, ich habe tatsächlich keine Ahnung, wie das geht. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich weiß ja so jetzt auch nicht alles. Muss man ja leider sagen. Aber dafür seid ihr ja da. Deswegen mache ich das Ganze ja auf YouTube. Damit wir uns hier gegenseitig ein bisschen helfen. Ist ja auch nicht verkehrt. Ich werde jetzt nochmal einfach einen neuen platzieren. Ich weiß, das ist jetzt wirtschaftlich gesehen eine Katastrophe. Aber ja, bevor ich jetzt hier stundenlang ausprobiere, macht das ja gar nichts. Chief Beef ist jetzt auch nicht so der passendste Laden. Ich würde ihn gerne hier drin haben in dem Raster. So, jetzt aber. So, jetzt haben wir ihn nämlich drin. So wollte ich es haben. Jetzt sind nämlich die beiden direkt nebeneinander. Die werden wir jetzt schön bewegen. Oh, ich will nicht nur den einen bewegen. Ich möchte gerne die ganze Gruppe bewegen. Geht denn das jetzt nicht? Überforderung. So, markieren wir beides. Dann geht's. So, sorry, Leute. Aber es hat dann ja im Endeffekt doch noch jetzt hier geklappt. Dann holen wir es nochmal aus der Gruppe. Und jetzt können wir das Ding einigermaßen gerade hier platzieren. Wieso ist denn das hier so uneben? Das Gefühl, das ist hier nicht ganz eben, der Boden. Warum auch immer. So, ich habe jetzt hier den Weg nochmal entfernt und alles geglättet und nochmal neu platziert. Und jetzt sollte das Ganze hier auch gerade sein. Jo, jetzt ist es gerade. Sehr schön. Wo möchte ich die denn hinmachen? Ich möchte auch, glaube ich, gar nicht zu nah daran gehen. Ich glaube, ich gehe ungefähr so hin. Und dann vom Winkel her möglichst gleichmäßig so nah ran, wie es geht. So ungefähr. So super. Dann haben wir am Anfang einmal so einen Essensladen und einen Getränkeladen. Und den werden wir jetzt auf jeden Fall noch ein wenig gestalten. Und das Ganze natürlich im ostasiatischen Stil. Da wählen wir den mal aus. Und da wir bei ostasiatisch wirklich so viele Deko-Elemente haben, sollte das gar nicht so schwierig werden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Also hier, guck mal, diese ganzen Sachen, die kann man halt hier vorne dran machen. Die finde ich schon sehr, sehr gut, muss ich sogar sagen. Ich mache erstmal das hier dahin. Sehr gerne in dieser Gruppe. Also irgendwie klappt das heute nicht mit Gruppen bearbeiten. Normalerweise ist es so, wenn man über eine Gruppe hovert, dann steht da zu Gruppe hinzufügen. Keine Ahnung, warum ich die Option jetzt nicht habe. Aber ich bin mir sicher, dass es dafür auch eine Taste gibt. Wenn man diese Anzeige halt nicht hat, kann man die Taste drücken, aber keine Ahnung, warum ich die nicht finde. Mein Fehler. Oh, hier gibt es sogar so abgerundete Wände. Gott, was macht der denn hier? Der mega cool, der macht hier so. Was sind das denn für Wände? Guckt mal, der macht so automatisch dann so die Steine, ändert der. Das ist ja nice. Okay, ich umrande das Ganze jetzt erstmal mit diesen Wänden. Die sind ja richtig cool. Die kann man auch nicht unbedingt nur für asiatisch verwenden. Ich finde, die, damit könnte man auch echt einen guten anderen Stil mitbauen. Muss ich mir auf jeden Fall merken. Sieht ultra nice aus. Wir bauen aber jetzt erstmal das Dach oben drauf. Da werde ich auch, glaube ich, gar nicht so was Kompliziertes machen.
Gibt es halt auch Möglichkeiten ohne Ende, was die Dächer angeht, ne? Ich meine, guckt euch mal diese coolen Dächer an. Ich glaube, ich werde das so machen, dass wir hier hinten diese Dinger machen. So, und dann einfach haben wir hier die richtige Ecke, die ich suche. So eine? Nee, das ist falsch. Du brauchst so eine Dreiecksecke. So eine. Ihr wisst gleich, was ich meine, wenn ich es euch zeige. So eine brauche ich. Genau. Zumindest wenn ich es so mache, wie ich es vorhab. Drehen wir die zweimal und packen die hier rüber. Nicht so. So sieht auch witzig aus, ne? Auch eine sehr interessante Dachform, so wie so ein S-Form. Aber wir machen natürlich das Ganze so wie hier vorne. Ich müsste eigentlich hier nochmal eben so eine Schräge draufpacken, wenn ich die habe, die passende. Ich könnte jetzt auch dazwischen nochmal was packen, aber warum sollen wir das da noch Großteile verschwenden für? Das ist auch schon mal ein sehr schönes Grundgerüst, aber ich möchte tatsächlich dieses Dach, das ist jetzt auch wieder ein Tipp, den ich euch ans Herz legen kann. Wenn ihr mal sowas habt und dann zum Beispiel dieses Dach noch weiter vor soll, dann bleibt nicht immer an diesem Raster. Also holt euch einfach, also markiert euch die Sachen, die nicht richtig positioniert sind, so wie bei mir jetzt das Dach. Und dann drückt ihr hier oben auf Auswahl von Gruppe trennen. Jetzt ist das Ganze getrennt und ist eine eigene Gruppe. Jetzt kann ich einfach X drücken und jetzt kann ich das individuell verschieben. So könnt ihr wirklich einstellen oder das Dach so platzieren, wie ihr es dann gerne haben möchtet. Jetzt steht es nämlich hier so ein bisschen über auf beiden Seiten. So finde ich es nämlich um einiges schöner. Und dann passt das soweit schon. Wir könnten sogar noch ein bisschen runter machen. Wenn das dann geht. Ah, nicht wirklich. Das machen wir mal rückgängig lieber. Und dann passt das Ganze. So ist schon mal unser Grundgerüst hier von unserem Haus. Das müssen wir natürlich jetzt noch gestalten. Und ich finde diese Säulen echt schön. Und die passen ja auch mit dem Rot zu unserem Gebäude hier. Also sollten wir die auf jeden Fall benutzen. Und jetzt kann ich die auch kopieren. Und dann, genau, dann kommt sie auch mittig an. Ich werde die auch hier mittig einmal platzieren. So, wunderbar. Und dann nochmal an diese Ecke. Ohne Probleme. So passt es ungefähr. Ja, auf beiden Seiten fast gleich. Noch ein Stück rüber. Und dann passt das Ganze. Ich werde das, glaube ich, auch nochmal nach hinten verschieben. Bis auf die... Ah, die mittlere werde ich da nicht hinpacken. Ich glaube, ich werde nur die beiden äußeren verschieben. Ja, nehmen wir die mal und packen die hier schön nach hinten. Dann sieht das Gebäude von hinten auch nicht ganz so langweilig aus. Wir können auch gleich noch an die... Oh, ich sehe gerade, das guckt hier durchs Dach. Da vorne aber nicht. Das hier müssen wir ein bisschen runtergehen. Wir können gleich auch noch die Rückwand so ein bisschen gestalten mit so elektronischen Sachen. Wie eine Klimaanlage und sowas. Das macht es immer noch mal ein bisschen schöner. Ist jetzt auch ein sehr schlichtes Gebäude bis jetzt. Aber jetzt kommen ja erst die Deko-Sachen. Jetzt wird es interessant. Und hier gibt es wirklich viele Sachen. Machen wir mal eine Oberfläche ausrichten. Also ihr seht schon, hier kann man dekorieren wie ein Weltmeister mit diesen asiatischen. Auch Fenster ohne Ende. So ein Dach gibt es auch. Das finde ich auch gar nicht so schlecht, wobei das ein bisschen too much ist. Genau wie das hier. Ich habe doch vorhin diese anderen Dinger gesehen. Genau das hier habe ich gesucht. Das sieht doch gar nicht schlecht aus für unseren Laden. Die Frage, das hier nehmen? Oder das hier nehmen. Wir machen mal ganz kurz die Tür vom anderen Laden auf. So. Welches gefällt mir besser? Ich glaube, ich finde das Eckige cooler. Oder? Oh, ich weiß auch nicht. Ist eigentlich egal. Sehen beide gut aus. Ich glaube, das im Endeffekt wird es immer gut aussehen. Egal, für welches ich mich hier entscheide. So, das Ganze kopieren wir natürlich auch hier rüber. Damit wir das bei beiden Läden haben. Sehr schön. Und dann brauchen wir noch ein paar mehr Details. Gibt es auch noch so eine Dachdinger, die sind ja auch interessant. Muss man mal eben an Oberfläche ausrichten, weg. Das könnte man auch überlegen, ob man sowas hier noch oben drauf macht. Aber das passt bei so einem Dach, was ich hier habe, tatsächlich nicht ganz so gut. Und auch noch so Hörnchen. Da müssen wir wieder an Oberfläche befestigen machen. Und dann könnte man die Positionsausrichtung wollen wir auch aushaben. Und dann könnte man die rein theoretisch sogar noch hier oben ran machen als Dach. Oh, ist jetzt ein bisschen schief. Oh, ich glaube, das sieht sogar cool aus, wenn wir das machen. Das machen wir. Aber natürlich nicht in schief. Schief ist nicht gut. So. Sehr schön. Sogar genau richtig platziert. Dann machen wir das gleiche. Ah, wieder im letzten Moment umgesprungen. Das gibt's ja gar nicht. So, perfekt. So passt es.
Das schon sehr gut aus. Jetzt noch ein paar Details daran, sowas wie Laternen und sowas. Auf Beleuchtung will ich auch auf jeden Fall achten, weil wir ja im Franchise-Modus öfters mal Nacht haben werden und dann soll es natürlich auch gut aussehen. Ich habe doch schon so Laternen vorhin gesehen. Ich bin bei Bauten, deswegen sehe ich das nicht. Das ist natürlich doof. Dann habe ich sicherlich allgemein schon ein paar Deko-Elemente übersehen. Oh mein Gott. Oh, die sind nice. Die haben auch so ein bisschen diesen Holzstil, den wir beim Brunnen haben. Die haben richtig schönen Stil, diese Laternen. Gefallen mir. So, ich hoffe, die sind jetzt vom Winkel her so, dass ich sie rüber kopieren kann. Ja, die sind nicht ganz perfekt. Aber es macht nichts. Machen wir jetzt einfach manuell bei jeder Laterne. Denk mal, ich mache auch einfach direkt drei hin, ne? Ja, warum nicht? Hier kann ja ruhig gute Beleuchtung sein bei dem Laden. Ja, jetzt, wo ich die so rüberziehe, seht ihr halt, dass die wirklich im falschen Winkel hängen. Daran kann man das immer ganz gut erkennen. Das sieht ja schon mal sehr schön aus. Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch da oben irgendwas. Hier so, in diesem Bereich. Und da bin ich schon fast zufrieden mit diesen Läden. Ich könnte mir vorstellen, dass wir einfach hier so ein Schildchen hinhängen. Können wir mal eben gucken. Ah, hier, das hier ist doch schön. Das ist super. Das nehmen wir. Und da machen wir dann einfach, schreiben wir da zum Beispiel hin. Wir könnten das jetzt auch noch rot machen, aber ich finde, glaube ich, dieses Schwarz oder was, das ist gar nicht so schlecht. Wenn ich ehrlich bin. Was ist das hier? Das ist Trinken. Drinks. Wir machen das mal alles auf Englisch so ein bisschen. Noto Sans hatten wir beim anderen auch, also behalten wir das hier. Kopieren das Ding hier rüber, möglichst mittig. So. Und hier machen wir Food. Food und Drinks. Könnte man natürlich auch noch hinschreiben, was es da zu verkaufen gibt. Aber damit ist erstmal unser erstes Geschäft am Eingang fertig. Ist ganz schön geworden, bin ich sehr zufrieden mit. Und jetzt können wir uns, wir gehen mal wieder in Realtime, warum nicht, vielleicht paaren sich dann unsere Tierchen. Jetzt können wir nämlich hier nochmal in das Gehege gehen. Ich will hier nämlich nochmal so ein bisschen gestalten, auf jeden Fall jetzt. Oh. Wasser. Ist das dreckig? Technikerforschung abgeschlossen. Veterinärforschung abgeschlossen. Verfügt über keinen Strom. Aber warum? Wir haben doch Strom. Erstmal müssen wir uns jetzt wieder einem Problem hier widmen, so wie es aussieht. Der Eingangsbereich macht doch Strom. Das verstehe ich nicht. Sollen wir mal lieber sicherheitshalber nochmal so ein Stromding bauen? Ich meine, why not, ne? Wird uns jetzt auch nicht umbringen, weil wir haben noch 12.000 unten links, seht ihr das? Dann sollte das hoffentlich klappen. Wir haben doch jetzt Strom. Oder hat hier irgendein Gebäude keinen Strom? Irgendwas zeigt er mir an, aber was soll kein Strom haben? Ist doch alles abgedeckt jetzt. Also definitiv ist alles abgedeckt. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was es ist. Sauberkeit des Geheges stellt ein Krankheitsrisiko dar. Ja, dann reinigt das doch. Ach, Jungs. Tierpfleger brauche ich dafür, ne? Stellen wir mal noch einen ein. Vielleicht können wir auch mal hier versuchen, den Arbeitsbereich festzulegen für den. Das geht doch hier auch irgendwo. So, legen wir doch mal einen fest. Und zwar dieses Gehege hier. Okay, perfekt. Was jetzt mit Ruheraum? Braucht er hier noch einen? Könnte ich mir fast vorstellen. Ich glaube, ich baue hier lieber noch einen hin. Man weiß ja nie, nicht, dass die gleich Ärger machen. Ich komme hier schon wieder gefühlt zu gar nichts. Das ist halt das Problem, wenn man Franchise spielt, dann muss man sich auch oft mal um Probleme kümmern. Aber das ist ja auch Sinn der Sache, wenn wir da mal mit Bauen nicht so mega krass schnell vorankommen, ist das ja alles halb so wild. So, Jungs, wie sieht's aus hier? Ihr habt ja auch hier was abgeschlossen, habe ich gerade gehört. So, Schuppentier geht's, haben wir noch mehr erforscht. Genau wie das asiatische Design. Krankes Tier entdeckt. Oh mein Gott. Aber jetzt direkt einkassiert. Ich hoffe, wir kennen die Krankheit schon. Sonst müssen wir gleich die Krankheit erforschen. Was zur Hölle? Wo sind denn die Tierpfleger? Ich habe doch genug. Die lassen hier alles verschimmeln. Jetzt kommen sie zu zweit. Jetzt ist aber schon zu spät. Sind schon zwei Tiere erkrankt wegen euch. Ihr blöden Schlingel. Das hier mit dem Baum ist auch noch nicht ideal, weil der da mal raufklettert. Aber was ich gerne mal ausprobieren möchte, ist tatsächlich, dass wir hier so einen
begehbares Häuschen bauen. Ich frage mich, ob diese chinesischen Tierchen da hochklettern können. Würde mich mega interessieren. Machen wir mal aus Holz. Dann schauen wir mal, was wir hier so finden. Oh mein Gott, die ist auch schön, die Brücke. Ja, die ist aber mehr so für Tiere, glaube ich, ne? Ich glaube nicht, dass hier... Oder als Deko halt. Ich weiß nicht, ob Tiere das auch benutzen können. Sieht auf jeden Fall sehr nice aus. Ich glaube, hier aus solchen Planken will ich mal versuchen, so ein auszubauen. Das wäre, glaube ich, ziemlich cool. Wie wäre es denn, wenn wir... Es soll auch eigentlich eher so ein kleines Haus werden. Und so ein Kletterhaus. Ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine damit. Probieren das mal aus. So ein bisschen erhöht würde ich mir das gerne vorstellen. Ich frage mich halt echt, ob die Tiere das da hoch können. Ich weiß ja nicht, wie agil die so sind. Wird leider gerade wieder sehr, sehr dunkel. Das können wir nicht ändern. Das gehört dazu. Ich hoffe, es schneit gleich nicht schon wieder. Der Schnee beim Bauen ist halt wirklich nicht so nice. Der Winkel, den können wir sogar noch ein bisschen... was ist denn das Gegenteil von steil? Weiß ich gerade nicht. Unsteiler machen. So, das sieht doch gut aus. Jetzt frage ich mich, ob die hier hochklettern könnten, die Süßen. Wie geht's denn jetzt hier? Buddy ist zu Besuch. Oh, komm, wir winken mal. Hi, Buddy. Sag hallo. Man kriegt dafür Arterhaltungspunkte oder sowas. Ach so, was ich vorhin noch gekauft habe. Ich weiß nicht, ob das ein Schnäppchen ist. Ich habe vorhin schon mal nach unserem nächsten Tier geguckt. Und da seht ihr schon. Ich habe da einen kleinen roten Panda gefunden. Und der hat so eine Goldmedaille und relativ gute Werte, auch eine richtig gute Fruchtbarkeit. Der war für 250 tatsächlich drin. Ich weiß nicht, ob das günstig war oder ob das teuer war. Aber die anderen goldenen, roten, kleinen Panda, meine ich, ist ja, glaube ich, beides richtig, ne? Rot und klein, ich weiß es gar nicht genau. Die waren auf jeden Fall teurer drin. Die waren für 900 plus drin. Deswegen dachte ich mir so, ist vielleicht ein Schnäppchen. Habe ich mal zugeschlagen, deswegen haben wir nur noch so wenig Arterhaltungspunkte. Wo sind denn jetzt die Tierchen hier? Da. Klicken wir den mal an. Na, ich wollte nicht in diese Sicht. Oh mein Gott, war ich gerade geblendet in der Dunkelheit. Ist ja insane gewesen. So, gucken wir mal eben hier beim Gehege. Oh, die können da wirklich rauf. Schaut mal hier, der blaue Weg führt hoch. Und hier können die auch hin. Das heißt, wir können wirklich für diese Tierchen so einen Kletterdings bauen. Ob das jetzt so realistisch ist oder nicht, weiß ich nicht. Und wir probieren das mal aus. So. So Stützen wären auch noch nice. Ich glaube, ich werde da einfach so mit diesen ganz normalen Holzsachen soweit arbeiten. Hier mit diesen hier zum Beispiel. Am besten nehme ich aber die weißen, weil die weißen sind sehr, sehr praktisch, weil man die halt entfärben kann. Oh, die können sogar da hochspringen. Oh mein Gott, sind die geil. Liebe diese Tierchen, ne? Was macht er denn jetzt? Hast du das gesehen? What the fuck? Aber geht das gleiche erklimmen, das Ding hier? Das ist ja mega nice. Scheint sehr neugierig zu sein. Ich würde fast sagen, dass wir kurz warten, bis es Tag ist und dann bauen wir das Ding weiter. So Leute, es ist fast Tag, aber wir müssen uns jetzt erstmal um das Tierchen kümmern. Die haben nämlich Listeriose. Die müssen wir jetzt erstmal erforschen, die Krankheit. Wo wir die, glaube ich, beheben können. Darf ich nicht vergessen. Das sieht man hier ganz gut. Es ist hungrig und hat hier Inkubation Listeriose. Das heißt, ich werde die jetzt erforschen. Der Tierarzt ist schon da. Und dann kümmert er sich hoffentlich darum. Ich weiß gar nicht, wie alt die werden, die Dinger. Die sind schon kurz vor ziemlich alt. Das ist nicht so nice. Ich hoffe jetzt echt, dass der Tier jetzt das hier geregelt kriegt. Aber sollte eigentlich klappen. Thank you.
So, den Häuschenbau habt ihr jetzt kurz im Speedbuild gesehen, einfach damit es ein bisschen schneller geht, weil das halt jetzt nicht so mega die spannende Arbeit ist. Es ist halt so Bretter einzeln zusammensetzen und sowas. Jetzt werden wir das Ganze einfärben und ein wenig platzieren hier. Dafür gehen wir mal hier vorne auf die Farbpalette. Bei mir klappt das irgendwie teilweise auch beim ersten Mal anklicken nochmal nicht so richtig mit den Farben. Ich weiß nicht, ob das auch noch andere von euch haben, diese Probleme. Aber ist ja an sich auch gar nicht so schlimm. Und jetzt würde ich gerne diesen Rotor hier haben. Den würde ich mir gerne kopieren. Weil den möchte ich gerne hier auf jeden Fall benutzen. Vielleicht fürs Dach. Mal gucken, wie das aussieht. Wir holen uns jetzt mal eben das Dach. Also ich markiere mir jetzt alles. Wenn ihr Shift gedrückt haltet und dann die Sachen anklickt, dann fügt ihr Sachen zur Markierung hinzu. Wenn ihr STRG gedrückt haltet, wenn ihr hier sowas Falsches zum Beispiel habt, dann entfernt ihr Sachen aus der Markierung. Und jetzt habe ich sozusagen das gesamte Dach markiert und hole das aus der Gruppe raus. Und jetzt kann ich hier die Farbe nämlich ohne Probleme ändern. Kopiere jetzt hier den Code rein. Mit Enter bestätige ich das Ganze. Und jetzt habe ich hier ein rotes, wunderschönes Dach. Wir müssen natürlich noch diese Dinger hier einfärben. Ja, die sind leider auch nicht in einer Gruppe. Die packen wir uns jetzt auch mal ganz kurz schnell in eine Gruppe rein. So. Oh, das war der falsche Knopf. Entschuldigt, Leute. Ich wollte natürlich das hier, die Szenerie in eine Gruppe. Und jetzt können wir auch hier die Farbe ändern. Das ist ziemlich nice. Machen dann. Ich weiß gerade nicht, welche Farbe wir da genau hinmachen sollten. Wieder so ein helles Braun. Man sieht das aber auch vom Licht gerade nicht ganz so gut. Entweder ein helles Braun. Vielleicht so was Weißes, was Dunkles. Ich glaube, ich mache was Dunkles. Das finde ich ganz cool. Und damit haben wir dann so ein Häuschen. Ich hoffe jetzt wirklich, dass die kleinen süßen chinesischen Schuppentiere dort auch reingehen können. Ansonsten wäre jetzt die Arbeit umsonst gewesen. Aber man muss es ausprobieren, ne? Man muss es ausprobieren. Zur Not muss ich das Gebäude halt noch umbauen oder sonst was damit machen. Aber wäre halt nice, ne? Also, dass die da schon hochklettern können, finde ich schon cool. Und wenn ich mir überlege, was die Büffel so nicht begehen konnten. Also, ich habe da wirklich breite Brücken und sowas gebaut. Und die konnten da die ganze Zeit nicht drauf. Ich musste die Brücke dann halt mega breit bauen. Jetzt hätten wir hier so ein kleines Häuschen. Und jetzt schauen wir mal. Die sind auch immer noch krank, leider, die Schuppentiere. Dem hier geht es sogar gut. Das ist nice. Und die können tatsächlich da rein. Oh, wie cool ist das denn? Oh mein Gott. Okay. Das ist ja perfekt. Ich hätte gern hier so ein kleines Häuschen. Wollen wir hier noch mehr so Klettersachen machen? Dass sie vielleicht hier oben noch auf den Baum können. Das wäre eigentlich auch mega cool. Aber wir machen, glaube ich, erstmal so ein paar Säulen hin. Und damit ist das Kletterparadies für unsere süßen kleinen chinesischen Schuppentiere fertig soweit. Es ist auch komplett begehbar. Also ich bin sehr zufrieden damit. Obwohl, die können gar nicht mehr in das Haus rein. Warum? Als ich das von gecheckt hatte, konnten die doch da rein, oder nicht? Das ist natürlich jetzt ein bisschen ärgerlich. Vielleicht, wenn wir das wieder mittiger platzieren. Ist von der Drehung auch voll falsch, glaube ich. Und ist das Gefühl. Wobei ich auch das Gefühl habe, dass diese Bretter, mit denen ich gearbeitet habe, nicht ganz gerade sind. Schauen wir mal. So, jetzt können sie wieder rein. Perfekt. Okay, jetzt können sie ins Haus, jetzt können sie nach hier oben. So wollte ich es haben. Finde ich mal eine ganz coole Idee.
denke mal, damit kann man auf jeden Fall mal was anfangen. Das ist mal was anderes. Sagen, das Ganze hier an diesen Baum befestigt. Den kann ich jetzt auch noch mal ein bisschen mittiger platzieren. Und dann können sogar die Leute, die da oben beobachten, falls sie mal da hochgehen, vielleicht können wir ja irgendwas hier hinmachen, was die mögen. Futterspender langsam. Das ist ein bisschen groß. Beschäftigungsfutterbox. Das ist doch irgendwie echt falsch. Ich verstehe das nicht. Können die echt so ein Lockstoffding drauf machen? Warum nicht? Vielleicht kommen die dann auch mal nach da oben hoch. Das wäre ziemlich genial, muss ich sagen. Aber wir müssen auch noch irgendwie andere Sachen hier, denke ich mal, hinmachen. Vielleicht können wir auch hier unter nochmal, hier ist ja eigentlich auch ein Unterschlupf. Vielleicht können wir da nochmal so ein bisschen Stroh hinlegen oder so. Wo die dann gegebenenfalls pennen können. Und das ist allgemein gar nicht so schlecht, wenn wir hier mal so ein bisschen Heu und Stroh auslegen. Hier unter können die ja auch schlafen, ne? Ganz normal. Ja, an sich überhaupt nicht verkehrt. Sieht auch ziemlich cool aus jetzt. Vielleicht können wir dann auch noch in die Ecke hier. Oh, die Inspektorin ist da. Oh, oh, die strenge Lehrerin. Wo ist sie denn? Da kommt sie. Jetzt gibt's Ärger. Kommt ins Zoo. Oh, oh. Ja, das wird schon alles glatt gehen. Denke ich doch mal. Ich hoffe, das freut die echt. Und ich hoffe, die gehen hier auch mal hoch. Das wäre mega genial. Also ich finde es eigentlich ganz cool, so ein Kletterding mal zu bauen. Ich hätte auch nicht gedacht, dass das funktioniert. Also dass sie hier oben wirklich auf dieses runde Teil drauf können. Aber ich feiere das. Das ist mega. Bräuchten, glaube ich, jetzt auch wieder... Oh, ich habe hier einen Busch entfernt, ne? Wartet mal. Könnte jetzt sein, dass hier... Auch gerade so reicht die Bepflanzung aus. Wir müssen in diesem Gehege sowieso noch mal ein bisschen die Optik und sowas erweitern. Ich überlege auch, ob ich nicht vielleicht diesen Steg hier rüber noch mache. Das Ganze so ein bisschen... Also wisst ihr, was ich meine? Dass das hier so runter geht oder sowas. Weil hier sieht das ein bisschen eng aus. Oder dass es hier so schräg hoch geht oder so. Vielleicht werde ich mir dann noch was einfallen lassen. Da bin ich mir gerade noch nicht ganz so sicher, weil das hier so ein bisschen beengt aussieht. Aber das werde ich, glaube ich, alles in der nächsten Folge machen. Wir müssen auch das Gehege unbedingt noch mehr gestalten und sowas. Aber das, der ganze Bau und so hat jetzt hier auch ein bisschen länger gedauert. Ich habe das ja auch in Speedbuild gemacht, wie ihr gesehen habt. Weil das halt solche Sachen sind, die einfach sonst das Video unnötig in die Länge ziehen. Und ja, aber ich finde die Idee cool. Ihr könnt ja mal schreiben, wie ihr die Idee findet. Ob ihr das nice findet oder nicht. Dass sie da hochklettern können, weil das sind ja wahrscheinlich nicht so die Klettertiere. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und in der nächsten Folge werde ich auf jeden Fall versuchen... Oh. Abgeschlossene Forschung. Sehr schön. Sind ja hoffentlich nicht mehr krank, die Dinger, oder? Nee. Ach, Sicherheitsdienst. Ich habe immer gedacht, über keinen Strom. Oh, ich glaube, damit habe ich mich versehen. So war ich stehen geblieben. In der nächsten Folge machen wir diese süßen kleinen Pandas. Da brauchen wir noch ein Weibchen unbedingt. Können auch jetzt noch einmal ganz kurz in den Handel schauen. Kleiner Panda. Vielleicht finden wir ja echt ein gutes Weibchen. Mit einer guten Bewertung. Liste aktualisieren. Weibchen. Schlechtes Fruchtbarkeitsgen. Ja, da muss man sich halt echt durchklicken. Hier seht ihr das. Der ist jetzt zum Beispiel auch golden. Und der kostet 800. Also ich glaube, ich habe da echt ein Schnäppchen gemacht. Oh, hier ist ein silberner. Immunitätsgen ist jetzt nicht so gut. Da, den kaufen wir mal noch nicht. Oh, hier gibt es aber noch einige. Noch ein goldener. Also die Weibchen scheinen hier echt ein bisschen seltener zu sein. Zumindest die guten. Golden Männchen. Da ist ein goldenes Weibchen für 355. Das wäre natürlich ideal, wenn wir zwei goldene kleine Pandas hätten. Aber die sind alle gar nicht so teuer hier, sehe ich gerade. Ich glaube, so ein Schnäppchen habe ich jetzt nicht gemacht. Hier ist nämlich jetzt auch nochmal ein passendes Weibchen. Ist aber schon 5 Jahre alt. Der hier ist 7 Jahre alt. Ich habe nämlich mein Männchen mit 1, noch was Jahren gekauft. Ist natürlich um einiges besser. Hier ist noch ein Weibchen, 2,4 Jahre alt. Ja, da müssen wir uns in der nächsten Folge, glaube ich, echt nochmal ein bisschen durchklicken. Oh, der hat eine gute Fruchtbarkeit. Boah, den hole ich, Leute. Dann können wir richtig die Zucht beginnen, würde ich jetzt fast sagen. Auch wenn es jetzt nicht der Mega-Schnapper war, aber wir haben dann, glaube ich, echt zwei gute Pandas hier. 100% Fruchtbarkeit, 100% Fruchtbarkeit, golden und golden. Also wenn wir da nicht mit loslegen können, mit einer Ultra-Zucht, dann weiß ich auch nicht. Das werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge machen. Da werden wir dann ein schönes Gehege für die bauen. Das Gehege werden wir auch fertig machen. Und dann beginnen wir endlich mit der Tierzucht und damit, dass wir so ein paar Arterhaltungspunkte hier verdienen.
Aber für die heutige Folge würde ich sagen, soll es das gewesen sein. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich selber ein Like freuen. Falls ihr noch mehr sehen wollt, dürft ihr gerne den Kanal abonnieren. Ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen. Macht's gut, haut rein, euer Dani.